Bounty, so wenn es geht. Ja. Klappt doch recht gut. Meine Spitzhacke ist auch bald kaputt. Aber wir haben ja zum Glück Eisen mit. Vorsorglich. Okay, wir sind wieder hier. Und die kommen mal zu nix. Und die. Ach, komm schon, leck mich doch. Komm, Steak essen. Ja, okay, okay. Okay, langsam wird es doch gefährlich. Habe ich wieder schwerer gemacht, ne? Eigentlich ja nicht. Ah, und eine Maus hängt. Ach, zwischen dem Tisch hier. So. Mein Mauskabel hing. Im Tisch fest, sozusagen. So. Das würde ich doch sehr gerne machen. Einfach nur, damit hier irgendwie nicht irgendwie Lava hinkommt. Lava ist ja sehr gefährlich, haben wir zumindest jetzt mittlerweile gemerkt. Ich durfte es sehr schmerzlich erfahren. Da ist so ein Magma-Schleim und hier höre ich auch irgendwo wieder scheiß Viecher, vor denen ich Angst habe. Okay, hier unten waren wir schon mal. Ist der nicht etwa da oben? Ich sehe die zwar noch nicht, aber ich höre die. Die Loren. Die scheiß Mango-Viecher. Da. Wo ist ein Schleim hin? Hä? Hä? Oh, da sehe ich doch schon was Schönes. Ist hier gerade dem runtergefallen? Ich möchte nicht unbedingt von hinten gehittet werden, so dass ich runterfalle. Aber ich möchte gerne wissen, wo der ist. Ansonsten macht er mir ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Egal. Gehen wir erstmal einfach nur hoch. Hoppala. Okay. Na du, wie geht's dir heute so? Kann ich dich hier nicht hitten? Aber jetzt kann ich dich hitten. Ah. Komm her. Zack. Wow, 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 wow. Fuck. Ohne Scherz, Feuer ist sowas von gefährlich, wa? Oh, genau. Lalalalalal, fuck. Das ist jetzt natürlich blöd. Sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Okay, aber zum Glück halten die nicht so lange wie, Alter. Zum Glück brennt man da nicht so lange wie, wenn man ins Lava tritt. Das ist schon mal ein Vorteil daran. Boah, ganz schön gefährlich, du, ganz schön gefährlich. Im Nether ist es kein Kinderspiel. Da war gerade wieder so ein Schleim. Oh, da ist es ja. Ich sehe ihn! Yeah! Wither-Skelette sehe ich leider aber nicht. Gut, dich töten wir jetzt mal schnell. Und. Uiuiui, leck. Okay, okay, okay. Dich haben wir jetzt auch. Ja, sehr schön. Gut. Wo war nochmal der Schleim? Da drüben ist der. Gut, gut. Dann werden wir den mal schnell töten. Glaube ich zumindest. Ja, da ist der oben so hier am Chillen. Der chillt hier scheinbar ein bisschen so rum. Vielleicht töten wir den mal gleich schnell. Wow, Alter. Alter, spring doch hier rein, du Bobby. Zu blöd dafür, oder was? Wow, jetzt ist hier reingesprungen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden die so machen, aber scheinbar nicht sehr viel. Außerdem ist er sehr träge. Okay, daraus werden dann nochmal mehr. Die sind aber schneller tot. Ich glaube, die kriege ich sogar mit Steak tot. Ah, okay, aber auch nicht so schnell.
Die droppen scheinbar gar nichts. Droppen die nicht mal so Magma-Bälle oder so ein Scheiß. Womit man sich dann wieder Feuerresistenztränke brauen konnte. Ich weiß es nicht. So, Wither-Skelette. Wieso droppen die denn so selten? Oder wieso spawnen die denn so selten? Das finde ich durchaus ein bisschen blöd. Ja, was machen wir denn so lange? Eigentlich können wir gar nichts machen. Das ist das Schlimme dran. Wir brauchen scheiß Wither-Totenschädel-Scheiße da. Aber hier ist nun mal nichts. Da kann ich nichts gegen machen. Das ist nun mal. Ja, ich kann ja hier keine spawnen oder sowas. Das wäre cheaten. Ich könnte rein theoretisch off-stream das machen. Aber dann könnte man wieder denken, dass ich cheate. Das ist alles nicht so optimal, muss man sagen. Alles sprechen suboptimal. Das ist auch wieder so ein Loren-Ding. Vielleicht töten wir den einfach mal als erstes. So als Nebenziel sozusagen. Nebenmission. Ah, hier möchte ich nicht unbedingt runterfallen. Wie immer. Zack, 1,5 Schaden. 1,5 Herzen weg. Wie man sehen will. Ja, genau. Flieg ruhig runter. Flieg ruhig runter, wenn ich dich töten will. Lalala. Der ist ganz schön tricky. Ja, komm. Komm, du willst mich doch auch. Ich weiß es doch. Ich weiß es, du willst mich. Mehr. Okay, ich sollte nicht so reden. Oder doch? Ist das schweizerisch, österreichisch, bayerisch? Das ist ja gar nichts, aber dieser Akzent. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß zu wenig. Ich muss schlauer werden. Da hat wieder diese Ding gemacht, aber das ist mir die Rille. Das ist mir vollkommen egal. Ich ignoriere es ganz gekonnt. Das stört mich nur sehr dezent. Also eigentlich total, aber ich tue mal so, als ob es mich nur sehr dezent stört. Denn ich kann nichts dagegen machen. Loren! Dich kriegen wir auch wenigstens tot. Zack, haben wir schon wieder einen Loren-Dingens-Scheiße. Was wir nicht brauchen. Können Wither-Skelette auch hier spawnen? Ich weiß es wirklich nicht. Tut mir leid, aber ich weiß es nicht. Mal kurz schauen, wie viel Speicher ich noch übrig habe. Müsste eigentlich noch genug haben. Ja, 35 GB. Von anfangs 90 GB. Ja. Uiuiui. Hier geht es auch nirgendwo weiter, aber. Ne, hier endet es auch einfach, oder? Spitzhacke kaputt. Gar nicht toll. Egal, Workbench her. Stickies und. Ne, nicht mit Eisenblöcke. Dann nur mit Eisen. Was auch cool wäre, wäre eigentlich, wenn man so eine Eisenblock-Spitzhacke machen könnte, was dann 9-mal so lange hält, weil es ja 9-mal so viel verbraucht. Aber ich glaube, das wäre irgendwie unsinnig, weil man keine Eisenblöcke-Dingens machen kann. Eisenblöcke-Spitzhacke, wo gibt's denn sowas? Von daher, naja. Ah, ich glaube, hier geht's auch nicht so wirklich weiter. Schade. Das sah etwas fischversprechender aus als dort drüben noch. Aber dann können wir ja mal vielleicht hier lang testen. Wir können es ja. Was anderes haben wir sowieso nicht vor. Wir suchen einfach nur so ein scheiß fucking Skelett. Also, Wither-Skelette. Um genauer zu sein. Hier spawnen ja nämlich auch normale Skelette, was irgendwie total komisch ist. Also eigentlich nicht, aber
Mich stört das irgendwie, dass hier normale Skelette spawnen. Weil die eigentlich nicht hier hingehören. Aber gut. Das habe ich nicht zu entscheiden. Sondern die Entwickler bei Mahjong. Ne, Mojang. Das ist Mojang. Mahjong war ja dieses Spiel da. Ja, mal wieder voll verwirrt. Okay, waren wir denn hier schon? Ich glaube schon, sonst wäre hier nicht so ein Ding ins freie Stück. Scheinbar dürfen Magma-Schleime im Magma schwimmen. Sehr interessant. Aber juckt mich nicht. Da geht's auch bestimmt nicht weiter. Ja, komm, stirb endlich. Du kannst auch gar nichts. Komm zu Papa. Bist du einfach da hochgesprungen, genau. Und Fallschaden kriegen die auch nicht. Yeah. Das sind ja voll die Babos. Ohne Scherz. Die halten auch extrem viel aus. Außer wenn die klein sind, da halten die gar nichts aus. Irgendwie leicht. So suboptimal für die. Aber soll mir egal sein, denn ich muss die töten. Waren wir denn da unten schon? Ich mag es zu bezweifeln. Vielleicht machen wir hier nochmal einen Screenshot. Bevor ich es hier doch nicht mehr finde. Aber ich glaube, finden werden wir es so oder so wieder. Denn ich weiß so um die Richtung. Die Frage ist bloß, wie schnell wir es finden würden. Gut. Irgendwann kennen wir den Weg auswendig. Und dann geht es auch schon ordentlich schneller. Die Frage ist halt bloß auch, wie schon gesagt, wann. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Kann das sein? Das wäre nämlich sehr, sehr toll. Würde mich freuen. Noch sehe ich keine Fackeln. Das ist schon mal eine sehr tolle Indiz dafür, dass wir hier noch nicht waren. Komm, stirb. Irgendeiner muss sterben. Du stirbst zuerst, okay. Soll mir recht sein. Dann kommst du. Fuck, ich habe ja gar keine Fackeln mehr. Mist, also ich muss das Ding abbauen oder ich sterbe. Oder Glowstone natürlich. Aber Glowstone kriege ich jetzt hier nicht so einfach, glaube ich. Ich mache einfach mal den Runner. Wow. Okay. Spawn Wither Skelette, ich kenne auf solche Ebene. Wither Skelette, ja, Wither Skelette. Jetzt einfach als Markierung, hier war ich schon irgendwann mal. Leck. Hier waren wir auch schon irgendwann mal. Also hier sind wir gerade, aber für später, für den Zukunfts-Ben sozusagen. Oder Smilo. Ich will mich eigentlich selber nicht Smilo nennen, aber irgendwie auch nicht in meinen Let's Plays Ben, weil ich ja Smilo-LP heiße. Das ist schon so ein bisschen komisch, muss ich ehrlich zugeben. Und das Schlimme ist, die meisten nennen mich Smilo. Das habe ich aber schon öfters erwähnt. Das stört mich sowas von. Es heißt Smilo. Es wird amerikanisch oder englisch oder wie auch immer ausgesprochen. Ich weiß gar nicht warum, aber es wird einfach so ausgesprochen. Habe ich mir irgendwann mal so entschieden. Ich meine, es könnte natürlich auch Smilo heißen, aber... Nee, ich entscheide das. Weil ich ja der Namengeber bin, sozusagen. Kommen wir denn von hier? Ja, ich glaube, hier von hier kommen wir. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Ach ja, wir laufen auch gar nicht mehr. Ich habe nämlich diese Laufanimation beendet. Bei Grafikeinstellungen, Qualität, Performance. Ich habe nämlich hier so ein bisschen verändert. Rain Special, Terrain, Textur Animation. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo man das einstellen konnte. Aber rein theoretisch müsste das ja irgendwo sein. Lol. Nee, bringt nichts. Oder doch ein bisschen? Nö, eigentlich nicht.
Diese Laufanimation würde ich aber doch schon gerne haben. Grafikeinstellungen, Details. Ach, keine Ahnung, juckt mich jetzt nicht. Ich brauche Wither-Skelette. Ich weiß gar nicht, von wo ich komme. Da sind zwei von den Viecher. Sehr interessant. Okay, hier waren wir auch schon mal irgendwo mal. Ja, da sind noch zwei von diesen Viecher. Klar. Gut. Boah, da ist ein normales Skelett. Wow, wow, wow. Du, Action-Musik bei Action. Ja, genau. Stirb du erstmal. Da kommt ja der scheiß Lorenviech da. Droht. Sehr schön. Wieder mal was futtern. Boah, ich muss gleich Aufnahme beenden, muss ich gerade so feststellen. Wow, wow, wow. Safety first, würde ich mal behaupten. So, noch ein Loren-Ding ins Scheiße. Lol, jetzt kommen noch Gas. Alter, wieso spawnen die hier? So viel. Was geht denn hier ab? Ist hier ein Spawner? Ich sehe keins. Doch, da oben. Fuck. Da kommen die also alle her. Okay, da ist der Gas, da wollte ich auch nicht schön. Ich glaube, ich muss bald Aufnahme beenden. Weil ich auch langsam müde werde. Es ist nämlich schon 23 Uhr. Und ich habe gestern extrem wenig geschlafen. Alter, überall diese scheiß Spawner, aber. Egal, ich bin dann mal hier meine Aufnahme. Und das nächste Mal versuchen wir einfach nach Hause zu gehen, ohne irgendwas zu erreicht zu haben. Wir haben wieder mal nichts erreicht, so wie gesehen. Außer wieder ein paar Loren gekriegt und ein paar billige Steine und all so ein Bullshit. Egal, ich bedanke mich auch immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Smiley-Page. Ciao.